Ist nach wie vor nichts. Was gibt's? Kann ich die Maschine noch etwas behalten? Klar doch. Beeindruckt. Ich habe mich... Hast du vielleicht... Nochmal für den... Gibt es hier auch... Natürlich. Wäre aber eine gute... Hm. Ich komme... Ich sehe... Seine Herzfrick. Einer rein. Hm. Wo haben wir die Gummihandschuhe hergekriegt? Können wir die vielleicht hierfür benutzen? Ja, und nun? Hallo, Herr Fuengel. Viel Spaß beim Training. Wir müssen ihn irgendwie überzeugen. Können wir ihm da irgendwas geben? Schau mal, das Poster von Lady Gag. Glaubst du an Schwulen-Ikonen wie diese? Was gibt es da zu glauben? Natürlich ist sie real. Check. Lance glaubt jetzt an Schwulen-Ikonen. Was? Willst du mich irgendwie damit beeinflussen? Schau mal, die Erdbeere hier. Gefällt dir nicht diese phallusartige Form? Ich liebe Erdbeeren. Sieht lecker aus. Check. Lance hat sich eingestanden, dass er auf Penisse steht. Was? Was ist denn verkehrt mit dir, Larry? Schau mal, die Puppe. Ist diese Puppe nicht scheußlich? Um Himmels Willen, das sieht ja abartig aus, Larry. Wo hast du die denn bloß aufgetrieben? Check. Lance hat sich eingestanden, dass er Frauenkörper abartig findet. Was? Jetzt reicht es. Warum zeigst du mir diesen Kram? Wegen so oberflächlichen Leuten wie dir wollte ich nicht, dass andere wissen, dass ich schwul bin. Aber ihr geht mir sogar auf die Nerven, wenn ich so tue, als wäre ich hetero. Wenn du es unbedingt hören willst. Ich bin schwul. Und das ist auch gut so. Warte mal, Ich habe Dick zurückgewiesen. Sehr gut. Ich habe ihm total mies das Herz gebrochen. Dabei will ich ihn doch auch. Du könntest deine Rumnerverei wieder gut machen. Ein wenig zumindest. Keine Sorge. Ich verstehe was vom Verkuppeln. Was bei Frauen funktioniert, kann bei dir doch nicht falsch sein. Vielleicht hätte ich lieber jemand anderes fragen sollen. Hm. Ich kümmere jetzt wieder mit. Bleiben viel fit im Fred und sonst auch. Mit ihm reden. Na komm, vertrag dich doch. Hey Dick, gute Nachrichten. Lance ist schwul. Sag bloß. Ich meine, er will wieder mit dir zusammen sein. Wirklich? Ach Larry, so einfach ist das nicht. Als wir uns getrennt haben, hat er mein Geschenk ins Meer geworfen. Ich kann ihm erst verzeihen, wenn er sich entschuldigt und einsieht, dass er Mist gebaut hat. Na, fantastisch. Was war mit dem Geschenk passiert? Ach, das war am Pier. Lance hat es weggeworfen. Ins Meer. Zum Bis später. Glück wissen wir schon, dass der Strand gut liegt. Da werden wir es bestimmt auch finden. Das ist ein kleiner Spaziergang dorthin. Ein Minütchen. Wir schauen hier mal nach. Im Strand gut fühlen. Da liegt etwas Funkelndes zwischen dem ganzen Treibgut. Na, ich wusste es doch. Hm. Ist vielleicht... Ja, das muss das Geschenk... Gespielter Erik. So, na dann. Larry, der alte Verkuppler. Zurück geht's.
Nein, nicht hier rein. Hallo, Herr Fuhrengel. So, Dick wollte dir einen Antrag machen. Du hast den Ring gefunden? Ja, am Pier. Ach, Dick war so romantisch. Und ich hab ihn beleidigt und sein Geschenk weggeworfen. Ich hab richtig Scheiße gebaut, Larry. Ich muss mich bei Dick entschuldigen. Aber ich kann ihm nicht einfach so unter die Augen treten. Wir hatten diese romantische Nacht mit einer Flasche Dom Pérignon. Wenn ich wieder so eine Flasche hätte, könnte ich mich bei Dick entschuldigen. Und da habe ich zum Glück etwas dabei. Ein töpfisch gute Flasche. Dom Pérignon. Dicks und mein Lieblingschampagner. An diesen Fusel habe ich wunderbare Erinnerungen. Da gab es diese romantische Nacht mit Dick am Pier. Ich habe richtig Scheiße gebaut, Larry. Wenn ich nichts tue, verliere ich Dick für immer. Na dann, auf geht's. Kannst du mir einen riesigen Gefallen tun, Larry? Gerne doch. Soll ich dir schon wieder suggestive Gegenstände zeigen? Nein, du musst eine Hochzeit vorbereiten. Jetzt mache ich Dick einen Antrag und dann werden wir direkt heiraten. Oh, ja. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Aber ich muss es versuchen. So ist Larry eine Hochzeit vorbei. Hier gibt es diese Hochzeitskapelle. Der Priester ist aber seit einiger Zeit verschwunden. Kannst du ihn vielleicht suchen? Ich schreibe in der Zeit meine Hochzeitsrede. Dann musst du mir aber auch einen Gefallen tun. Klar, was willst du? Wenn ich mich darum kümmere, gibst du mir bei Timber die Höchstpunktzahl? Okay, abgemacht. Ach so, besorge bitte auch noch einen Ring für Dick und stelle die Champagnerflasche bei der Hochzeitskapelle kühl. Und erzähle bitte Dick nichts. Da kann man was kühl stellen. Es soll eine Überraschung sein. Geht klar. Ja, wie tun wir das jetzt? Wie stellen wir das an? Bleiben viel fit im Fred und sonst auch. Aha. Dann fahren wir mal hier hin. Ich habe gerade noch keinen Plan, wie wir das anstellen können, aber ja. Die Tür im Altar ist verschlossen. Da brauchen wir einen Schlüssel. Einen Schlüssel. Haben wir hier irgendwas dergleichen? Sieht leider nicht so aus. Wait, wir haben doch jemanden, der vermählen darf. Da gehen wir mal eben hier lang. Aha, gleich eine Abkürzung. Bist du die Priesterin von der Hochzeitskapelle am Pier 69? Wer sonst, mein Lieber, wer sonst? Ich bin Trauzeuge und soll jemanden finden, der eine Ehezeremonie vollführen kann. Das klingt nach einem Job für Tuck R. Dale, Queen der Herzen, Rächerin der Erbenden und Drag-Ikone. Ich brauche etwas Zeit, um alles vorzubereiten und mich von meinem Daddy zu verabschieden. Bitte geh einfach! Ihn nehmen Abschiede immer sehr mit, wie du siehst. Wirklich? Geh einfach! Tu mir einen Gefallen. Bereite schon mal meinen Altar am Pier vor. Hier sind die Schlüssel. Aha. Du musst nur das Buch der Liebe und die Kerzen hinstellen. Und Schätzchen, bitte die Kerzen auch anzünden. Sie symbolisieren das Feuer der Liebe.
Ach, der alte Hochzeitsbogen könnte noch etwas aufgepeppt werden. Vielleicht mit Blumen. Willst du gar nicht wissen, wer heiratet? Schätzchen, ich bin von Kopf bis Fuß Entertainer. Ich improvisiere. Immer. Sobald das Hochzeitspaar bereit ist, treffen wir uns dort. Alles klar. Altarschlüssel. Jetzt brauchen wir nur noch ein Buch und Kerzen. Ist vielleicht im Altar drin. Der gruselige Bär hier. Den können wir vielleicht auch mal verschwinden lassen. Oder nicht. Mal schauen, was da drin ist. Aha, okay. Ein Buch. So wie Tuck gesagt hat. Und das Kerzen. Buch der Liebe, Kerzen und eine komische Fernbedienung, die aussieht wie ein Bär. Die ist bestimmt für den gruseligen Animatronikbären, der die Hochzeitsmusik spielt. Typisch Tuck. Allerdings waren hier keine Blumen für den Hochzeitsbogen. Tja, hier kommt das Buch hin. Check. Das Buch der Liebe ist am richtigen Platz. So. Ach, das ist die Teddyfernstörung. Ach, scheiße. Der Wein, der kommt hier hin. Der Champagner. Das hält die Flasche schön kühl. Da ist noch Eis drin. Was seid ihr für ein Gerücht? Jetzt nur noch anzünden. Ein Streichholz. Check, die Kerzen sind jetzt an. Mit der Fernbedienung können wir den Bären. Erst während der Hochzeit. Können wir alle erschrecken und verjagen. Aha. Können wir hier vielleicht noch irgendwas? Hier Blümchen. Ein bisschen dekorieren. Tuck hatte recht. So sieht er viel besser aus. Ich will noch eine Gurke aufs Bild legen. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Ich weiß, wo das vorher war. Und Ring also. Ich nur noch. Du kriegst nur einen zweiten Ring, ja. Kann man hier irgendwo. Ein Unter kann nur auf der Straße gerufen werden. Natürlich. Können wir hier irgendwo einen Ring bekommen? Vielleicht können wir irgendwo hier einen. Die suchen offenbar händeringend nach neuen Talenten. Okay. Praktikumsvertrag, oha. Aber ja. Für den falschen Job. Oh, ich sehe was. Lutschig hängen. Der ist ganz glitschig. So ein Praktikumsvertrag haben wir jetzt auch. Plus für den falschen Job. Das müssen wir jetzt irgendwie noch umändern. Das lässt sich. So, dann nichts wie ab. Zum Pier. Hm.
damit bin ich... Muss das... Müssen wir das sauber machen? Gut. Die werden auch nicht hier sein. Vielleicht können wir... Ja, die sind hier. So, Dick noch irgendwie dazu überreden. Ihr habt beide einen Lieblingschampagner? Ja, Dom Pérignon. Die Hausmarke vom Hellspawn. Diese Sorte hat uns beide so richtig aufgegeilt. Das Geschenk war ein Ring. Also... Ja... Ich wollte ihm einen Antrag machen, aber... Bis später. Wie locken wir den jetzt zum Pier? Ich bin erst mal mit Lanz. Hallo, Herr Fuhrengel. Misch das gut. Worauf wartest du? Alles erledigt. Hast du auch schon den Ring für Dick besorgt? Und die Champagne? Für die Hochzeit? Dank. Kannst du Dick vielleicht irgendwie... Ich warte. Ich lass mir das ich, jetzt gebe ich den dir. Okay. Sorry. Sag mir Bescheid, wenn alle... Worauf wartest du noch, Larry? Hast du den Priester... Alles erledigt. Hast du auch schon den Ring für Dick besorgt? Und die Champagnerflasche bei der Hochzeitskapelle kühlgestellt? Für die Hochzeit ist alles vorbereitet. Danke. Dann fehlt jetzt nur noch der zweite Bräutigam. Kannst du Dick vielleicht irgendwie dazu bringen, mit dir zum Pier zu kommen? Ich ja, ich würde es schnell geschafft euch. Haben. Ich lass mir was einfallen. Oh. Das ging doch hin. Bleiben viel fit im Fröd und sonst auch. So. Komm, wir gehen mal ans Pier. Warum sollte ich das tun? Ich brauche noch ein Foto. Spielen wir an den Huhn essen mit Kronos? Schauen wir uns an, wie die Möwen auf Leute kacken. Schauen wir uns an, wie die Möwen auf die Leute kacken. Ach, warum nicht? Dann komme ich wenigstens auf andere Gedanken. Sehr schön. Was ist hier los? Es ist Zeit für eine Hochzeit, meine Süßen. Hochzeit? Lance, Larry, war das deine Idee? Ein bisschen, vielleicht? Larry hat mir sehr geholfen, aber es war meine Entscheidung, das zu tun. Ich möchte mit dir zusammen sein, Dick. Ich weiß das jetzt. Das möchte ich auch, Lance. Es ist mir egal, was andere Leute denken. Psst, die Musik, Larry. Ja, genau. Die Musik. Große Gewehre Musik. Ach du Schreck. Liebe Liebenden, wir haben uns hier versammelt, weil es nichts Schöneres gibt als dieses Outfit. Sehe ich nicht umwerfend aus? Ach du Schreck. Und natürlich, wenn sich zwei einsame Herzen gefunden haben, um zu einem großen Herzen zu werden. Daher frage ich dich, wie ist dein Name, Hübscher? Lance Straightman. Ja, ja, schon gut. Und auch dich. Kleiner, dein Name? Richard Ryder. Natürlich. Also wollt ihr zwei Zuckermäulchen den regenbogenbunten Bund der Ehe eingehen? Ja, ich will. Ja, ich will. Mehr als alles andere. Ach, herrje. Auf Hochzeiten muss ich immer flennen wie ein Promi, dessen Die Musik ist gruselig. Ruhe! Hat außer ihr sonst noch wer geredet? Kraft des mir verliehenen Amtes erkläre ich euch hiermit zu Mann und Bey. Hast du die Ringe, Larry? Die Ringe? Ah ja. Ringe. Danke, Larry. Danke, Larry.
Der Ring ist etwas feminin. Ach, der wird dir schon stehen. Und wie meine Göttin schon sagte, wie zur Hölle sollst du jemand anderes lieben, wenn du dich nicht selber liebst? Kriege ich ein Amen, Schwestern? Amen? Möge die Trauung beginnen. Wie gesagt, Schwestern und der einzige Antwort ist Harry. Ja. Larry, wir sind dir so dankbar. Ja, ohne dich hätten wir... Keine Ursache. Larry Leffer bringt Leute zusammen. Wir haben dir natürlich bei Timber die höchstmögliche Punktzahl gegeben, mein kleiner Amor. Oh, danke. Das hatte ich schon total vergessen. Was habt ihr jetzt vor? Eine kleine Hochzeitsreise. Vielleicht nach Cancun? Klingt passend. Und was hat jetzt aus dir? Zwei der drei heißesten Typen aus New Lost Wages sind nun vergeben. Larry hat schon ein Ziel im Visier, nicht wahr? Oh ja, Faith, hier komme ich. Also Pi, jetzt müsste ich doch ganz nah an den 90 Timber-Punkten sein, oder? Dein Punktestand bei Timber ist 31. Ganz nah. Das reicht noch nicht. Was ist jetzt mit dem Vorführgerät für die Präsentation los? Ist alles fertig? Das Gerät muss exakt nach den Spezifikationen vorbereitet werden. Ist die Technik dran? Ruhe. Außerdem, ich muss nachdenken. Ich muss wissen, was los ist, Faith. Die neue Version der P-Software hat noch Fehler. Der Kontakt mit diesem jämmerlichen Wicht hat sie komplett aus der Bahn geworfen. Wenn wir die Präsentation verschieben müssen, hat das ein böses Nachspiel. Auf keinen Fall. Wir haben es zu lange geplant. Jetzt alles zu verschieben wäre ein Eingeständnis eines Scheiterns. Der Aktienkurs würde einbrechen. Das Vorführgerät muss einfach neu justiert werden. Ich kümmere mich darum. Du hältst dich schön aus allem raus. Fast wären sie hinter unser Geheimnis gekommen. Du weißt, was dann als nächstes passieren würde. Larry, du hast neue Vorschläge bei Timber. Neue Vorschläge bei Timber. Will ich mal durchliken. Oha. Oh weia. Vielleicht ist Love sowieso der Beste. Okay. Der Name. TNT3R. Ja. Smoke Bier. Ach du Scheiße. Matt ist Liebe. So sieht er aus. Blub. Oh, Blob. Ja, Blob müssen wir gleich mal hier doppelt gleiten. Daphne. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Okay, sie haben wir schon getroffen. Die müssen wir noch überzeugen. Okay, wie kriegen wir das hin mit dem Boxsack und so? So, jetzt aber erstmal hier zum großen Penisgebäude. Wir haben einen Praktikumsvertrag für den falschen Job allerdings, aber ja, wir können es ja mal versuchen. Ein Praktikumsvertrag? Sieht man doch auf den ersten Blick, dass das nicht von Prune ist. Da ist ja nicht einmal das Prune-Logo drauf. Das Prune-Logo. Wo haben wir denn etwas, was so ähnlich aussieht wie das Prune-Logo? Ich weiß ja nicht. Da müssen wir jetzt nur mal hier hin.
und dorthin und dahin. Dann von hier aus einmal ganz genau so. Das geht als Stempel durch. Jetzt ist das Prune-Logo auf dem Vertrag. Das wird reichen. Na mal sehen. Vielleicht klappt's ja. Wir suchen einen Stripper-Praktikanten? Vielleicht ist das ein Job, für den die Personalabteilung Blanko-Verträge auslegt. Ist ja auch ein persönlicher Job. Da steht, keine Vorkenntnisse nötig. Einfach melden. Wie war das mit dem Bonus für Anwerbungen? Herzlichen Glückwunsch, Larry. Du hast den Job. Sekunde. Ich registriere dich mit unserer Personalverwaltungs-App direkt und upgrade deine Schlüsselkarte. Aha. So, du hast jetzt Zugang zum Büro oben. Du kommst über großartig. Den Lift. Willkommen in der Prune-Familie. Prune Pearl wurde aktiviert. Und was ist das jetzt schon wieder? Hilft mir das bei meinen Dates? Die Bezahl-App für alle Prune-Angestellten. Damit kann man an immer mehr Orten bezahlen. Behaupten sie zumindest. Jedenfalls in der Regel nicht dort, wo es für dich praktisch wäre. Aber ich habe die App schon geladen und du kannst sie jetzt verwenden. Okay. Na, dann wollen wir mal. Ach. Das war schon vorher wieder nicht. Auf geht's. Was? Ich dachte, wir kommen hier zu nach oben zu. Aber hier sind wir auch richtig. Kaffeefeuer. Oh, das Ding ist mir zu kompliziert. Warum gibt es keine Kaffeemaschinen mehr, die nur einen Einschalter haben? Wozu braucht eine Maschine so viele Knöpfe? Gibt es heutzutage mehr als eine Sorte Kaffee? Oh ja. Da kann ich nicht hochklettern. Oh, ich habe schon vor 30 Jahren gebadet. Dieser rote Ball sieht nicht. Hey, du solltest dich auf deine Arbeit konzentrieren. Sie lässt mich nicht nachschauen. Aha. Watashi no hop? Kurafutu wa unagi de ipai desu. Wie bitte? Ach du Scheiße. Du sprichst unsere Sprache? Ich spreche Massi-Sprachen und Programmiersprachen. Aber du bist Japanerin. Nein, Amerikanerin. Meine Mutter stammt aus Korea. Ein Mädchen bist du. Also ohne Besonderheiten? Verstehe. Du hast traumatische Erfahrungen in einem Massagesalon in Thailand gemacht? Nein, ich wollte nur sicher gehen. Wie heißt du? Miyang Dong. Dong? Hast du nicht gesagt, du hast keinen? Darum. Am besten, du nennst mich natürlich einfach Nari. So nennen mich alle hier. Und unter diesem Namen kennt man mich im Netz. Ich bin Larry. Larry Leffer. Larry Leffer? Dann bist du doch mein neuester Match auf Timber. Du siehst ja ganz anders aus als auf deinem Profilbild. Und was dein Outfit angeht. Das ist das Einzige an mir, was 100% Polyester ist, Baby. Ich wusste es doch. Du bist Cosplayer. Du bist als dieser schmierige Typ aus den Computerspielen aus den 80ern verkleidet. Genau. Bist du ein Fan von ihm? Mir? OMG! Du verkörperst ihn so perfekt. Endlich treffe ich mal jemanden, der so ein Nerd wie ich ist. Ja. Lust auf einen Ritt auf meinem Joystick?
Oh, Senpai, wie gerne würde ich mit dir abnerden. Aber ich muss heute noch unbedingt die Arbeit an den Prototypen abschließen. Du meinst von diesem neuen Telefon? Genau. BJ braucht das Update der neuen Pi bis zur großen Vorstellung. Wir crunchen seit 6 Monaten, was, aber ja, es sind immer noch ein paar Details auszubügeln. Aber sobald alles gebügelt ist, bist du frei? Ja, sobald eine Version des Geräts alle Tests durchlaufen hat, habe ich endlich Feierabend. Übrigens, was machst du eigentlich hier? Dann müssen wir ein Praktikum? Oh, super. Dann habe ich direkt eine Aufgabe für dich. Mein größtes Problem ist der Schlafmangel. Vielleicht kannst du mir etwas Koffein besorgen? Klar. Wir Cosplayer müssen zusammenhalten. Ich hätte gern eine heiße Vanillalatte. Da drüben ist der Kaffeeautomat. Aha. Heiße Vanille. Eine Vanillalatte. Du brauchst keinen Todkaffee. Das war einfacher, als ich erwartet hatte. Vanillelatte. Bitte sehr, eine heiße Latte. Dein Cosplay ist wirklich perfekt. Genau so einen Spruch hätte der schmierige Typ gebracht. Ja, genau. Alles nur gespielt. Ich hatte noch nie einen Prakti, der mir auf Anhieb den richtigen Kaffee gebracht hat. Verschwinde nicht so plötzlich wie der Letzte. Du machst deinen Job als Cosplayer und als Prakti echt gut. Vielleicht kannst du mir bei kritischen Aufgaben zur Hand gehen. Meine Hände sind bereit. Die Resilienz und das Psychoprofil der neuen Assistentin, also der neuen Pi, müssen für die Vorstellung noch verbessert werden. Aber ich kann hier nicht weg. Warte, ich upgrade deine Zugangskarte. Über den Aufzug kommst du jetzt zum Tech-Labor. Ich werde dir von hier aus über die Lautsprecher erklären, wie die Experimente durchzuführen sind. Testlabor, Zugangskarte, Experimente. Bin schon unterwegs. Und wenn für die Vorstellung alles abgeschlossen ist, können wir ausgehen? Ganz genau.